Dann die Käsepresse. Warum ist das Tier drin? Regnet es wieder? Oh ja, es regnet wirklich. Die Zukunft des Meeres. Dank deiner gesammelten Materialien arbeiten alle Maschinen auf zufriedenstellendem Niveau. Ohne deine Hilfe hätte sich dieses Projekt vermutlich über weitere Jahrhunderte hingezögert. Ich weiß die Hilfe eines Abels zu schätzen, obwohl er zu seiner Lebenszeit keine sichtbaren Resultate sehen würde. Als Zeichen meiner Dankbarkeit werde ich mein Bestes tun, um in nächster Zeit zumindest einige Fortschritte bei der Regeneration des Korallenriffs zu erreichen. Magnolis. Ja, das ist nett. Ich sag doch, die sind alle so nett. Ich hoffe, dass dieses Missverständnis mit denen sich irgendwann richtig auflöst. Dass keiner mehr Angst haben muss vor den Omens. Zumindest vor denen, die ich jetzt kennengelernt habe, keiner Angst mehr. Oh, 4 Futter macht er draus. Okay, ja, dann. Ja, dann ist ja super. Hier noch eins davon. Ein paar Sternweizen tue ich mir dann so ganz übertrieben 50 rein. Noch eine Tomate. Oh, die kann ich jetzt auch gut ernten. Und gut verkaufen. Ja, dann mache ich wirklich so 2 Stück von denen. Hier die guten Sachen lagere ich. Und den Rest verkaufe ich. Wieso ja auch nicht? Okay, von dem kriege ich dann quasi... Ich denke mal Milch. Und von den Eier. Ich krieg sogar schon welche. Ein Ei haben wir schon mal. Okay, die einen sind Eier, die anderen sind... Ja, kann ich immer eins verkaufen, um zu wissen, wie viel ich kriege. Und das andere wird höchstwahrscheinlich Milch sein. Das anders kann ich mir jetzt nicht wirklich vorstellen. Ja, dann machen wir ganz in Ruhe jetzt... ...den Schrein. Den Korallenschrein. Wenn es gut läuft, schaffen wir den sogar heute. Dank unserer guten Vorarbeit gestern. Okay, wir essen auf jeden Fall schon mal 3 Tomaten. Das werden wir heute schon aufbrauchen. Ja, und beim Wasser müssen wir jetzt gucken. Alles ab rechts ist jetzt Wasser leer. Das müssen wir jetzt wieder neu erforschen. Stimmt, ich bin ja jetzt gar kein Magier mehr. Jetzt greife ich hier wieder normal an. Kann ich ein bisschen was verbessern? Ja, hier bei Magier. Oh, normale Angriff erhöhen. Ja, das nehmen wir sofort.
Ja, doch, wir werden erstmal das normale. Noch Feuerschaden. Und hier unser Gifteffekt. So. Ein paar Wasserkerne. Boah, bin ich doof. Ich kann auch hier durch. Ja. Hätte ich mir aber auch denken können. Habe ich nicht, aber hätte ich. Hier ist schon wieder mit Level 2 Bombe. Ich frag mich, wann ich die krieg. Ich sehe das so oft und ich müsste so viel eigentlich wieder nachgucken, wo das alles wäre. Ja klar, kann ich hier hoch. Oh, was ist hier? Hopfensaft. Okay. Sieht ja mal gut aus. Und hier hinten ist auch noch eine Truhe. Dresssalat. Ich sag doch, ich finde so viele Samen. Es wird dauern, bis ich das alles aufgebraucht habe. Ich will es auch ganz ehrlich gar nicht so schnell aufbrauchen. Da sehe ich auch den Zweck nicht hinter. Okay, hier würde es allgemein weitergehen. Da sind ein Brief und ein wunderschönes Juwel in einer versenkten Ecke des Bodens. Du liest den Brief und findest heraus, dass es ein Geschenk für jemanden war. Könnte dies den Sirenen gehört haben, die hier einst lebten? Ja, natürlich nehmen wir es. Du hältst Loreleis Tränen. Ja, das ist so schade mit den ganzen Sirenen. Tut mir wirklich leid. Besonders die Emo. Okay, da könnte ich wieder nach oben, aber das will ich ja gar nicht. Ich will ja gucken, was ich hier unten bekommen könnte. Okay, hier ist die Schatztruhe. Zitaronensetzling. Hier ist nichts, hier ist nichts. Aber hier finden wir was. Ja, drei Bosse und eine Schatztruhe. Ich schleiche mich definitiv an den vorbei und klaue mir die Truhe und hau den ab. Opa, opa, okay, jetzt ganz schnell weg. Okay, das hätte jetzt wirklich in die Hose gehen können. Aber wir haben das sehr gut gemeistert. Aber wir haben schon ein bisschen Schaden verursacht. So ist es nicht. Okay, links und rechts ist noch was zum kaputt machen. Okay, zack. Ich
Aber kümmert er ja erstmal um die. Ja, so passt das. Wieder was repariert. Und ganz schnell abgehauen. Waisenwurzel. Ach, wieder unser kleine Würzelchen da. Noch eine Stunde und noch eine Truhe. Lokusnuss. Wird zu Kokosmilch verarbeitet. Okay. Sieht fast schon selten aus. Könnten wir auf jeden Fall gebrauchen. Oha. Hallo Boss. Oha, sieht das aber schön aus. Hey, das sieht so schön aus, diese Animation hier. Okay, da das definitiv jetzt hier ein Boss ist, speichern wir. Und wir legen eine Pause ein mit einem Sandwich. Hier, physischer Angriff plus 10%, geheilt und maximale Ausdauer. Da gehen wir jetzt voll rein. Ich spüre davon etwas Ungewöhnliches. Willst du trotzdem weitermachen? Ja, möchte ich. Wir möchten Emo helfen. Das ist also Lorelei. Dieses Lied ist so traurig. Miep. Ich verstehe, wie du dich fühlen musst. Deshalb musst du kämpfen, nicht wahr? Wenn ich mich recht erinnere, müssen wir die Macht von Emos Kamentation einsetzen, um Lorelei zu besiegen. Bist du bereit? Wir zweifeln nicht an ihr. Wir glauben an ihr. Das ist Emos Lied. Los geht's. Okay, definitiv die Trefferquote erhöhen, vergiften und normalen Angriff drauf. Wieder zum Magier. Wird schon. Ich glaube, ich muss diese Buller vernichten, damit diese Ulti nicht funktioniert. Oha, ich bin verwirrt, ich kann gar nichts machen. Okay, jetzt ist Bruch. Mit Bruch machen wir Dauerkrit. Jetzt geht's schnell.
und besiegt. Perfekt. Was geschieht hier? Hat sie sich gerade selbst wiederbelebt? Ihre Wunden verheilen. Wie sollen wir dieses Ding nur besiegen? Die Bula. Du spürst, wie dich eine warme Stimme beruhigt. Meine süße kleine Emo, kannst du es hören? Das Lied der Bula, das ich dich vor so langer Zeit gelehrt habe. Erinnerst du dich daran? Du musst es jetzt singen. Sing es, damit wir Sirenen ins Meer zurückkehren können. Ja, mach dem Albtraum ein Ende. Du musst diesen Traum hinter dir lassen. Du hast es geschafft, Emo. Ich habe das Gefühl, dass ich langsam verstehe, was sie sagt. Endlich bedeutet das, dass meine Arbeit hier erledigt ist. Kann ich jetzt eine Pause machen? Die Feldarbeit ist Gift für den unteren Rücken. Da bist du ja. Hene, du hast dir aber wirklich Zeit gelassen. Was war das für eine kleine Sache, um die du dich kümmern musstest? Tatsächlich musste ich ein Geschäft mit einem wohlhabenden Gönner abschließen. Ich würde sagen, es lief recht gut. Was für ein Gönner? Naja, ein ziemlich fieser. Ich glaube, du magst ihn auch nicht besonders. Wie hast du... Ich habe mich dasselbe gefragt, Heine. Hast du gerade etwa alles verstanden, was Emo gesagt hat? Das habe ich. Dieser Liguazid ist äußerst faszinierend. Ich konnte Emo problemlos verstehen. Also war der reiche Gönner... Bingo, der Besitzer der Bar. Ich habe den Vertrag gekauft, mit dem er über Prinzessin Emo verfügt hat. Was denn? Er war sehr froh darüber, diesen lausigen Stein gegen einen Beutel viel schöner Steine einzutauschen. Es war eigentlich ziemlich lustig. Der Mann hat sich riesig gefreut. Seine Hände waren voller schöner Steine, die bei näherem Hinsehen... kein kundiger Ladenbesitzer je kaufen würde. Ich frage mich, was bloß in ihn gefahren ist. Weißt du, ich glaube, ich fange an, dich zu mögen. Ich glaube, ich habe mich noch nie einen größeren Lob von einer jungen Dame bekommen. Witzig, jetzt hat er diese wertlosen Steine gegen den Stein getauscht. Wie auch immer, Prinzessin, ich glaube, dieser Linguazid gehört dir. Der Barkeeper hat sich um deinen Vertrag gekümmert, also steht dir nun frei zu tun, was du willst. Ab jetzt entscheidest nur du, wohin es dich auf dieser Welt verschlägt und was du gerne sehen möchtest. Dürfen wir deine Stimme hören? Ich bin schon interessant. Wie? Wie?
Ich will mich euch anschließen. Vatos, ist das in Ordnung? Ohne dein Gesang wäre ich doch einsam. Dann ist es beschlossen. Ich bin froh, dass du dich uns anschließt. Die Stammkunden der Bar wären allerdings vermutlich traurig, wenn wir ihnen einfach so ihre Diva stehlen. Nun, da die Sache mit Lorelei erledigt ist, sind sie wohl sowieso wieder mit ihrer Arbeit auf der See beschäftigt. Aber ich möchte weiter singen. Ich mag die Gäste und ich singe gerne. Ich weiß, es ist egoistisch von mir zu fragen. Das wäre in Ordnung, oder? Ich wüsste nicht, was dagegen spreche. Ich bin zwischendurch sowieso immer mit meinen Nachforschungen beschäftigt. Jeder braucht eine Aufgabe im Leben, nicht wahr? Da fällt mir ein, Heine. Kann ich mir dein Unterseeboot ausleihen, um die Chronomie weiter zu erforschen? Aber natürlich, also dann war das. Ich bin in meinem Atelier, also lass mich wissen, wenn du etwas brauchst. Ich bin sicher, solange ihr euch hier rumtreibt, wird es so schnell nicht langweilig. Das glaube ich auch. Konntest du sie spüren? Ja, das konnte ich. Ich kann sie immer noch hören, in meinem Kopf. Obwohl Lilith verstummt ist, werde ich es niemals vergessen. Ich werde sie nie vergessen. Also möchte ich weiter singen. Denn ohne mich gibt es niemanden mehr, der ihr Lied singen könnte. Kapitel 3b, das Requiem der Buella. Abgeschlossen. Oh, ihre Nähe ist erhöht. Kritische Trefferrate und Füllrate der Bruchanzeige. Beides sehr gut. Zeitreise, sagst du? Ich schätze, ich habe schon seltsamere Dinge gehört. Wir haben es bisher geheim gehalten, also sag es bitte niemandem weiter. Nicht mehr im Traum, obwohl es mich schon gewundert hat, warum dein Wissen meines übersteigt. Aber dass du eine junge Dame aus der Zukunft bist, erklärt alles. Ich schätze deine Unvoreingenommenheit. Also wart ihr diejenigen, die die philosophische Flamme gelöscht haben? Aria, bleib zurück. Du bist ein... Es würde ein Omen von uns wollen. Von euch wollen? Nichts, nein, ihr befindet euch schließlich an einem Ort, an dem auch ich sein wollte. Die philosophische Flamme erlöschen zu lassen. Ich muss sagen, das ist eine ziemliche Verschwendung. Die Möglichkeit für euch endlich eine Bedeutung zu erlangen, verspielt. Philosophische Flamme? Sprichst du von dem Licht, das Lorelei erschaffen hat? Ich erinnere mich an dich. Ha, ich verstehe nun, das ist komisch. In der Tat, die Flamme gehört jenen, die die Gesetze der Welt beherrschten. Erschaffen von menschlicher Intelligenz. Ihre Bestimmung war es, für alle Ewigkeit Energie zu erzeugen. Das war die philosophische Flamme. Aber wer hätte schon vorausahnen können, dass sie auf diese Weise mit den Sirenen verschmelzen würde? Du hast etwas von ewiger Energie gesagt. War es das, was Loreleis Wunden geheilt hat? Seid ihr oben für all das hier verantwortlich? Ihr habt die Heimat der Sirenen zerstört, nicht wahr? Welch simplizierte Vorstellung. Ich habe lediglich beobachtet, wie sich die Ereignisse entwickeln würden. Nicht ich habe die Kreatur erschaffen, noch habe ich sie hergerufen. Es hätte doch nicht ausgereicht, damit ich hätte erreichen können, wonach ich mich so sehne. Warte einen Moment. Du hast uns die ganze Zeit über zugehört, aber wir wissen noch nicht einmal, wer du bist. Hast du wenigstens einen Namen? Nun gut, wenn das alles ist...